Ja, herzlich willkommen zu diesem Track jetzt hier. Ich kann Andreas Jung präsentieren, Urgestein der Python und Soap Community, Mitbegründer des DZUG e.V. und auch Mitglied im Vorstand vom Python Software Verband. Und er wird uns heute was über Produce und Publish erzählen. Versteht mich jeder? Oder wird mich mit dem Mikrofon reden? Okay, wegen des Bildes, okay. Ja, ich begrüße euch zu meinem Vortrag über Produce and Publish. Das Thema ist im Wesentlichen halt dokumentieren und publizieren, ausplonen und mitplonen. Jan Ulrich hat mich schon kurz angekündigt. Mein Name ist Andreas Jung, bin Zoop-Plon-Entwickler seit fast schon 20 Jahren, fast seit es Plon gibt. Habe vor 10 Jahren den DZUG e.V., heute den Softwareverband mitgegründet. Bin aktuell nicht mehr in der Zoop Foundation im Board drin, seit einer Woche. Das heißt, die Slides sind ganz schön veraltet. Und in meinem Hauptberufsfeld bin ich halt Gründer der Firma Zoop Limited aus Tübingen. Und wir befassen uns im Wesentlichen halt mit Python-Softwareentwicklung, Plon und als Spezialgebiet Electronic Publishing. Ich habe selbst 15 Jahre im Umfeld von Verlagen gearbeitet. Und aus diesem Umfeld kommt eben auch der Vortrag, halt PDF-Generierung, elektronisch publizieren generell. Was will ich in dem Vortrag zeigen? Ich will im Wesentlichen halt unsere eigene Plattform Produce and Publish vorstellen. Das ist im Wesentlichen halt eine Plattform, die halt unter dem Label Single Source Multi-Channel Publishing agiert. Ist halt ein Buzzword. Ich will da kurz erklären, was darunter zu verstehen hat. Wird kurz eine Erklärung und eine Demo geben von Produce and Publish, wird unsere Features eingehen, Gesamtarchitektur und wird dann halt auch, für was für Entscheider interessant ist, ein paar Anwendungsfälle aus Projekten zeigen, wo wir das Ganze einsetzen. Ja, was ist Produce and Publish? Im Wesentlichen ist es eine Plon-basierte Plattform, mit der man Web-to-Print-Applikationen erstellen kann, beziehungsweise auch automatisierten Satz. Wir kennen Plon als CMS und typischerweise will man eben halt die Inhalte, die man in Plon als CMS pflegt, diese Inhalte auch auf verschiedene Kanäle, sei es PDF, sei es E-Book, was wir heutzutage halt mit den ganzen E-Book-Rädern, sei es Kindle, sei es iPad ist, publizieren will. Wir können in der Plattform aber auch neben PDF auch Formate wie Word, OpenOffice oder auch RTF generieren. Bei den Eingabeformaten, die wir zur Verfügung haben zur Konvertierung, klar, Plon verwendet halt intern HTML als Format. Wir sind auch in der Lage, entsprechend XML zu verarbeiten. Das Styling, Plan und Publikation ist halt nicht nur Text, sondern soll auch schön aussehen. Man muss halt beschreiben können, ob eine Publikation zweispaltig ist, einspaltig ist, ob man A4 haben will, A3, Querformat, Hochformat. Das können wir in der Plattform über normales Styling mit CSS, also mit Cascading Style Sheets realisieren. Das Ganze ist eine offene Architektur und ist auch plattformunabhängig. Ich habe eben schon mal das Buzzword Single Source Multi-Channel Publishing in den Raum reingeworfen. Was versteht man drunter? Plon ist ein CMS, wir haben Inhalt. Früher war es oft so gewesen, dass in Verlagen man die gleichen Inhalte einerseits im CMS drin gehabt hat, um zum Beispiel halt klassisch den Print zu bearbeiten. Dann ist oft die Inhaltsquellen sind dupliziert worden, um gegebenenfalls elektronische Medien zu bearbeiten. Und Single Source man einfach, dass eben halt den gleichen Inhalt verwendet, um eben verschiedene Ausgabenmedien zu generieren. Im konkreten Fall haben wir hier einen Laserpointer irgendwo. Nee. Im Wesentlichen halt, wir haben eine plon-basierte Plattform, in der wir einerseits halt unsere Inhalte pflegen. Das kann HTML sein, kann aber auch XML sein. Zu den Inhalten können wir auch mal Grafiken, also typischerweise, wenn man ein Buch hat, es hat Text, hat Grafiken drin. Für eine Konvertierung braucht man außerdem halt gewisse Templates, die beschreiben, wie das Dokument auch aufgebaut ist, ob ein Dokument eine Coverpage hat, ob ein Dokument ein Inhaltsverzeichnis hat, ob das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments liegt, am Ende. Das wird halt über Templates beschrieben. Es gibt Stilvorlagen, also Style Sheets, die beschreiben, wie das Dokument gestylt wird, ähnlich von HTML über HTML. Man hat Ressourcen wie Logos, Trendtabellen, die einfach dann Auswirkungen haben bei der Konvertierung
auf die Silbentrennung. Und natürlich auch typografisch, man will natürlich auch das Dokument entsprechend mit verschiedenen Zeichensätzen anpassen können. Diese ganzen Ressourcen werden in Publish verwaltet. Das heißt, wir haben einerseits haben die Inhalte mit HTML, XML für die Daten, haben halt gewisse Ressourcen, wie halt die Vorlagen, die Stylesheets. Und mit diesen beiden Ressourcen können wir im Prinzip halt Multi-Channel, also verschiedene Ausgabekanäle bedienen. Das heißt, wir können über die Plattform können wir PDF generieren, wir können Word generieren, OTT ist die, das Format von OpenOffice. EPUB ist das gängige offene Format für E-Books, neben den proprietären Formaten, die wir von Kindle kennen. ATF, HTML und auch wenn es sein muss, S5, also dieses HTML-basierte Präsentationsmodus. Wenn man natürlich jetzt irgendwo ein Dokument generiert hat, also ich kann aus der Plattform halt PDF generieren, was will man dann machen? Es gibt verschiedene Optionen, man kann PDF halt auf einer Website ablegen, zum Download, man kann PDF oder auch ein E-Book gegebenenfalls per Mail verschicken, aber es ist auch möglich, entsprechend halt die Medien auf ganz andere externe Systeme, wie zum Beispiel eben halt Dropbox in die Cloud zu publizieren oder auch gegebenenfalls aktuell haben wir ein Projekt, wo einfach halt Inhalte in Punkt generiert werden und dann über eine ganz minimale API in ein PHP-basiertes CMS importiert werden. Gucken wir uns kurz an, welche typischen Use Cases pro diesem Publish dient. Einerseits haben wir den klassischen Web-to-Print-Bereich. Ein Anwendungsbeispiel war morgen gewesen, wo ich mit einem Gerät habe, war Visitenkartengenerierung. Ist typischerweise eine große Organisation. Man hat ein gewisses Visitenkartenformat mit einem gewissen Layout. Die Benutzer sollen halt über ein Formular halt ihren Namen eingeben können, Telefonnummer und so weiter, hintereinander auf Knopfdruck ein PDF rauszuliegen. Das ist so der typische Web-to-Print-Ansatz. Auf der anderen Seite haben wir natürlich halt bei Produktion von Büchern, Fachzeitschriften, geht es halt um automatischen Satz. Typischerweise wird im professionellen Umfeld bei Universitäten kennt man meistens eben halt, dass die Publikationen über Tech oder Latex erstellt werden. Wer hat schon mal mit TechLatch gearbeitet? In diesem Umfeld bewegen wir uns aktuell halt professionell, dass wir einfach versuchen, eben halt die Qualität und die Features, die wir von TechLatch kennen, halt einerseits mit Plon die Inhalte verwalten und auf der Ausgabequalität, auf der Ausgabeseite eben halt eine entsprechende Qualität zu erreichen. Das heißt, wir haben von den Features her, sind wir vergleichbar mit Tech. Wir können umgehen mit Fuß- und Endnoten. Wir haben Unterstützung für Mehrsprachigkeit Unicode, was auch Plon direkt mitbringt. Wir können mehrspaltige Dokumente erstellen, also einspaltig, zweispaltig, dreispaltig, wenn es sein muss. Links-Rechtsschreibung, Rechts-Links-Schreibung, also europäischer Sprachraum versus arabischer Sprachraum. Wir können sehr gut mit Tabellen umgehen, auch Tabellen, die gedreht werden, Tabellen über mehrere Seiten umbrechen. Ganzes Thema Bildverwaltung mit Bildern, Bildunterschriften, Bildnummerierungen. Wir können Tabellenverzeichnisse generieren, Grafikverzeichnisse. Seit neuestem auch können wir Indexe generieren, also ein typischen Index von Fachbuch. Wir haben Unterstützung für Deckzeilen, das Inhaltsverzeichnis wird automatisch erstellt. Es gibt PDF-Bookmarks, das Ganze in einer sehr hohen Qualität. Wir einfach jetzt mal kurz in 5 Minuten ganz schnell durch das System durchgehen, um einfach mal einen kleinen Einblick zu kriegen, wie das Ganze in der Realität aussieht. Wir sehen jetzt hier erstmal eine ganz normale Plon 4-Seite. Hier sehen wir schon, dass wir im System eine gewisse Dreiteilung haben. Wir haben einerseits einen Bereich, wo wir unsere Inhalte verwalten können. Wir haben einen Bereich, wo die Templates drin liegen. Und wir haben so einen Bereich, der heißt hier Conversions, wo nachher die Inhalte und die entsprechenden Templates zusammengeführt werden. Gucken wir uns einfach mal ein Beispiel an. Wir haben jetzt hier einfach zum Beispiel jetzt ein Projekt, ein einfaches Tutorial-Projekt, wo einfach mehrere Kapitel insgesamt 15 als ganz normale Plon-Inhalte verwaltet sind. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist eine normale Page mit ein paar Bildern drin. Und davon in diesem Projekt haben wir entsprechend 15 verschiedene Lektionen, also 15 verschiedene Einzelseiten.
habe eben gesagt, dass man eben für eine Konvertierung auch gewisse Ressourcen braucht, wie eben halt Templates und Stylesheets. Wir sehen hier, bitte mir das groß genug, wir sehen hier, dass wir jetzt hier in diesem Template-Verzeichnis verschiedene Page-Templates drin haben, die eben halt beschreiben, zum Beispiel, das ist das Standard-Template für die PDF-Generierung, das ist ganz normales ZOP-ZPT, also ZOP-Page-Templates. Hier wird im Detail beschrieben, wie das Dokument aufgebaut wird. Im Prinzip haben wir eine Section, wo nachher automatisch von dem System entsprechend eine Frontseite eingebaut wird. Wir haben halt hier eine Section, wo über einen Marker entsprechend nachher ein Table of Contents eingebaut wird. Hier kommt der eigentliche Text nachher rein, das heißt die 15 Kapitel des Dokumentes, und haben entsprechend hier eine Sektion, wo wir eine Rückseite einbauen können. Das heißt, die Programmierung ist im Wesentlichen einerseits mit ZPT und Templates realisiert. Und wir haben für das Styling, sehen wir hier, wenn wir zurückgehen, haben wir eine ganze Reihe von CSS-Files, die nachher verwendet werden und die Konvertierung und entsprechend ansteuern. Zum Beispiel im einfachsten Fall haben wir hier so eine Base-CSS, die sagt einfach, wenn nachher das Dokument für PDF konvertiert wird, nehmen wir an, eine Seitengröße von A4, man kann hier den Margin, also den absoluten Rum einstellen. Es gibt hier spezielle CSS-Anweisungen, um zu sagen, dass in der Top-Region jeweils der Titel eingebaut wird. Wie man sehen kann, kann ich mit normalem CSS, wenn jemand Webdesigner ist, kann er hier über CSS kann er den kompletten Konvertierungsprozess steuern. Das heißt, er muss nicht irgendwie spezifisch eine Sprache lernen, sondern mit seinen CSS-Kenntnissen kann er im Prinzip eben halt hier die Konvertierung beeinflussen. So, im dritten Bereich haben wir jetzt hier die Konvertierung, in der im Wesentlichen die Inhalte und die Ressourcen zusammengeführt werden. Sieht jetzt hier relativ unaufgeräumt auf, ist halt ein sehr mächtiges System. Im Wesentlichen habe ich gesagt, es gibt hier eine Konvertierung, die einerseits den Inhaltsordner Tutorial verwendet. Ich habe für die Konvertierung halt entsprechend gesagt, es wird das Template PDF-Template-PT verwendet. Ich kann spezifisch eine Reihe von Stylesheets konfigurieren und habe jetzt hier noch spezielle Sachen, die für die E-Book-Konvertierung relevant sind. So, im Normalfall habe ich jetzt hier das Formular, mit dem ich im Prinzip jetzt die PDF-Konvertierung steuern kann. Es gibt jetzt hier verschiedene Optionen, die ich nicht weiter ausführen will, indem man einfach sagen kann, okay, halt, wenn das Dokument konvertiert wird, dann generieren wir noch ein Table of Contents, ein Tabellenverzeichnis, einen Index und es gibt Optionen, die Hyperlinks intern behandelt werden, die können durch Fußnoten ersetzt werden, können auch gegebenenfalls entsprechend halt normal klickbar bleiben. Da gibt es verschiedene Optionen. So, drücke einfach mal hier unten auf PDF generieren. Das System rödelt jetzt ein paar Sekunden rum. Und wird hoffentlich gleich das PDF generiert haben. Wir sehen jetzt hier, dass in einem speziellen Entwurfsordner das PDF generiert worden ist. Wenn ich einmal draufklicke, dann sollen wir jetzt anwenden, sich jetzt hier das Dokument sehen. Das heißt, ich habe hier einen automatisch generierten Table of Contents. Ich kann auch hier direkt auf die entsprechende Seitenzahl draufklicken, springe direkt in die Seite rein. Es ist hier kein besonders schönes Beispiel, das ist einfach nur Demo-Inhalte, aber man sieht einfach, dass auch entsprechend hier die Grafiken drin sind. Die Grafiken haben alle eine Bildnummerierung. Ich kann auch, wenn ich entsprechend die Stammdaten der Bilder pflege, das heißt, kann ein Bild anlegen, kann dem einen Titel geben, Description, die kann ich alle hier bei der Konvertierung halt automatisch reinziehen und generieren lassen. Genau, das kannst du im CSS kannst du das angeben. Eine zweite Sache, die man machen kann, was immer in Richtung Multi-Channel Publishing geht. Ich will teilweise nicht nur PDF generieren, sondern auch will meine Inhalte ins Web reinstellen. Deswegen gibt es hier eine Option, dass ich sage, mach mir eine Version für das Web, also HTML, und generiere mir auch gleichzeitig noch ein PDF hinten dran. Das dauert ein kleines bisschen länger. Wir sehen hier unten jetzt halt einen zweiten Ordner, den er angelegt hat.
Und ich kriege jetzt hier, es ist ein kleines bisschen verzerrt wegen der Auflösung vom Bildschirm. Im Prinzip habe ich jetzt hier eine große aggregierte HTML-Seite, wo die 50 Kapitel entsprechend dran gesetzt worden sind. Sie sehen auch, dass entsprechend bei die Kapitelnummerierung entsprechend korrigiert worden ist. Wir haben hier auf der linken Seite entsprechend eine generierte Navigation. Ich kann jetzt einfach jetzt mal hier auf Kapitel 8 links klicken. Was wir auch hier sehen, ist, dass ich einfach jetzt hier unten drunter direkt einen Link auf das PDF habe. Das heißt, ich könnte hier auf einen Klick sowohl auch, wenn ich noch sagen würde, okay, mach mal ein E-Book, hätte ich hier einen Link, wo ich das EPUB runterladen kann. Könnte auch jetzt noch ein DocX hin dran generieren lassen, also Word hin dran. Das war jetzt mal Prozess Publish halt in 5 Minuten. Das System ist deutlich komplexer. Normalerweise brauche ich dafür eine halbe Stunde bis eine Stunde. Insofern muss ich hier ein kleines bisschen kurz fassen. Von der Architektur her ist Prozess Publish aufgebaut als klassische kleine Server-Architektur. Es gibt auf der linken, rechten Seite den Prozess Publish Server. Dann ist halt die Aufgabe halt Eingabedaten, die zu kommentieren sind, also beispielsweise halt HTML und XML über eine API zu empfangen. Das ist halt ganz normales HTTP und XML RPC. Das ist eine Applikation, kann die Daten in irgendeiner Form halt bereitstellen, schickt die an den Server, sagt dem Server noch, okay, mach mir bitte mit den Daten ein PDF oder mach mir ein HTML oder mach mir ein E-Book. Der Konverter selbst ruft dann unter der Haube verschiedene, je nachdem, was man haben will, verschiedene externe Konverter auf. Beispiel PDF gibt es die Option, dass man für ein kostenlos eben halt das typische Python-Piece verwenden kann. Wenn man kriegt eben halt ein PDF mit einer bescheidenen Qualität. Wenn man eben halt ein PDF haben will mit allen Features wie generierten Inhalten und Indexen, muss man zum kommerziellen Konverter greifen, der eben halt besser ist, aber auch entsprechend teuer ist. Auf der Plone-Seite haben wir mehrere Komponenten. Es gibt einerseits den ZIP-Client, dann ein bisschen die Aufgabe, Ressourcen, die auf dem Dateisystem liegen, Verzeichnis, Applikation exportiert HTML oder XML, exportiert die Grafiken ins Dateisystem, zusammen mit gegebenenfalls Stylesheets und Templates zu nehmen, zum ZIP-Archiv zusammenzupacken, das Ding über die API zum Server zu schicken, der Server brödelt eine gewisse Zeit rum und schickt entsprechend nachher ein PDF zurück oder auch ein E-Book. Auf Aufbauen gibt es dann den Plone-Client-Connector, den man auch kostenlos verwenden kann. Der klingt ein bisschen in Plone ein, der weiß ein bisschen, was ein Content-Type ist, der weiß, was ein Ordner ist. Der kann von einem Ordner rekursiv eine Traversierung durchführen, kann dort die Inhalte aggregieren und kann zum Beispiel für einen Ordner, der ihm halt entsprechend halt von mir 10 Dokumente drin hat, kann er entsprechend halt für diese 10 Seiten halt ein aggregiertes Dokument zusammenstellen. Und was wir eben gesehen halt, dann oben drauf, dass die Autoren-Umgebung als eine Lösung, um eben halt mit Plone unter einer Haube sowohl halt alle Inhalte zu verwalten, die Konvertierung zu steuern, die Assets zu verwalten, als auch gegebenenfalls die Sachen zu publizieren und zu distributieren. Man kann auch eben auch durch den kleinen Serveransatz kann man eben auch das System anbinden an, wenn es sein muss, Typo 3 zum Beispiel. Wie gesagt, dieser Teil hier ist komplett loslos von Plone, das ist eine Pyramid-basierte Applikation mit einer, wie gesagt, XML-ABC-API oben drauf. Und wir haben hier für den Kunden auch schon mal hier eine Anbindung an PHP gemacht. Das heißt, über Typo 3 muss einfach seinen Inhalt irgendwie exportieren. Und über dieses Schnittwerk kann man eben halt entsprechend auch den Server aus verschiedenen Kontexten ansprechen. Hier könnte auch irgendwie ein Java-CMS sein oder irgendwie eine Java-Applikation oder .NET, weil wir halt eben halt hier normale Protokolle wie HTML, über HTTP oder XML-RPC gehen. Können wir halt hier einfach uns halt in verschiedene Landschaften einklinken. Wie gesagt, bei der Konvertierung stützen wir uns vor allem halt auf externe Konverter. Einerseits eben halt für PDF haben wir Optionen halt über Python Pisa, haben wir einen kostenlosen Konverter mit einer Scheinqualität, PDF zu generieren, aber für kommerzielle gute PDF-Qualität verwenden wir den Konverter PrintXML.
Ist halt ein kommerzieller Konverter, der halt auch ein bisschen was kostet. Aber meistens eben halt in den Projekten, wo es eben halt um eine hohe Qualität geht, machen diese Lizenzkosten typischerweise nicht den ausschlaggebenden Faktor. Wenn wir ein E-Book generieren wollen, verwenden wir einen Open-Source-Konverter Calibre. Der ist relativ bekannt, ist auch bühnenbasiert, ein relativ mächtiges Tool. Da kann man einfach halt auch sein HTML reinstopfen und sagt, okay, mach mir jetzt bitte ein E-Book, auch vielleicht speziell für Kindle oder speziell für iPad mit allen Optionen. Das können wir alles über die gleiche API ansteuern. Und wenn es nachgefragt wird, können wir auch über einen Konverter, der XFC heißt, können wir sowohl Word, OpenOffice als aber auch RTF generieren. Und das Schöne an dieser offenen Plattform, ich gehe nochmal zurück, ist, dass er eben halt hier gegebenenfalls auch andere Konverter anhängen kann. Ich war gestern im Gespräch mit dir was gewesen, sind wir auf dieses PDF Reactor gekommen als Konverter und das habe ich morgen kurz ausprobiert, war in 10 Minuten eingehängt und hat fast die gleiche Qualität erreicht wie das Print-XML. Ja, was haben wir gesehen, dass wir eben halt die Inhalte verwalten können. Wir können konvertieren, wir können verschiedene Formate generieren. Was kann ich damit machen? Ich kann einerseits die Inhalte exportieren als ZIP-Archiv. Typischerweise, wenn ich irgendwie halt Design zu Download anbieten will, kann ich das automatisch in ein ZIP-Archiv reinpacken. Es gibt die Option, dass man das Ganze in die Cloud packt. Aktuell haben wir eine minimale Anbindung an Dropbox. Das heißt, ich kann irgendwo halt meinen Dropbox-User hinterlegen und das Passwort und kann dann sagen, okay, halt dieser Entwurf war jetzt okay und schieben halt auf Dropbox, um irgendwas damit zu machen. Generieren Daten können auch per E-Mail verschickt werden und können auch, wie gesagt, haben gesehen, dass wir die Daten halt auch an einen externen Service wie halt ein PHP-Presse, die CMS halt, dort nochmal importieren können, um da nochmal irgendwas damit zu machen. Das hängt immer davon ab, wie die Use Cases in den Projekten sind. Ich will zum Schluss noch kurz auf ein paar Projekte eingehen, wo wir das Ganze eingesetzt haben. Eines der ersten Projekte war ein Projekt für die Emanuel-Diakonie gewesen, also ein Verband von mehreren hospitären Krankenhäusern, Pflegezentren und so weiter. Für die haben wir einerseits ein gedrucktes Mitarbeiterhandbuch für eine Klinikeröffnung gemacht. Das habe ich hier, den kann ich einfach mal rumgeben, wie man sieht, dass man auch wirklich Sachen in Print geben kann. Wir haben eine Mitarbeiterzeitschrift dafür gemacht, kann ich einfach mal gerade rumgeben. Einfach so einfach zu kriegen, halt, wie man erstmal qualitativ mit erreichen kann. Im Prinzip in beiden Fällen wurden halt die Inhalte in Print erstellt, sei es von Redakteuren oder sei es eben halt von Mitarbeitern. Es gab halt ein entsprechendes Template mit entsprechendem Styling. Und auf Knopfdruck fällt dann hinten dran ein PDF-Dokument raus, dass er bis 1:1 halt in die Druckerei gehen kann. Das zweite, eines der Projekte war für die Firma TQM aus Heilbronn. TQM ist ein Anbieter im Bereich Qualitätsmanagement mit Seminaren. Und die Firma TQM hat versucht, es gibt halt in diesem Bereich eben halt verschiedene Methoden, QM-Methoden und versucht aktuell diese Methoden softwarebasiert auf Plon abzubilden. Und wir haben halt für diese entsprechenden Methoden einen PDF-Export eingebaut. Das heißt, aus dem System können Lastenhefte rausfallen, Daten, die spezifisch für diese QM-Methoden sind. Und zum anderen, wenn auch aus Seminaren entsprechend, wir sehen jetzt hier so ein Screenshot aus dem PDF-Dokument, dass einfach halt dann aus Seminaren eben halt die Whiteboards abfotografiert werden und die werden dann entsprechend halt live irgendwo an die aktuelle Seminardokumentation angebaut, um einfach halt den Teilnehmern halt den aktuellen Stand, der im Seminar erarbeitet worden ist, eben halt als PDF mit nach Hause geben zu können. Okay. Ein drittes Projekt war gewesen Onkopedia. Das ist eine Website, die mäßig halt medizinische Leitlinien für die Behandlung von Blutkrankheiten und Krebs beinhaltet. Ist nämlich halt ein Portal für Mediziner und medizinisch Interessierte.
Dort werden über das Portal einerseits Autorenmanuskripte, die von Autoren als Word angeliefert wurden, werden auch manchmal importiert in Plon, auch konvertiert. Die Dokumente werden auch manchmal nach PDF konvertiert und wenn halt, wie wir eben gesehen haben, dann auch entsprechend als HTML-Version und als PDF-Version angeboten. Und in der Planung ist, dass gegebenenfalls auch die Dokumente aus der Autorenumgebung halt von Verlagen gezielt eben halt gezogen werden können, um gegebenenfalls eine Broschüre mit gewissen Leitlinien zu publizieren und zu drucken. Die Lektürewerkstatt ist eine Initiative von einem engagierten Lehrer in Oettingen in Bayern. Das ist ein Lateinlehrer, der einfach mit Plon vor ein paar Jahren mal angefangen hat und engagiert im Wesentlichen halt in Eigenregie unteres Material für den Lateinunterricht generiert. Ich gebe es auch mal kurz rum. Das ist mittlerweile eine Fachbuchreihe oder eine lose Blattsammlung geworden mit aktuell 5 Bänden, die man auch bei Amazon bestellen kann und kaufen kann. Und auch aus dem Gymnasium, kurzer Bericht, also ich muss dazu sagen, das Gymnasium hat relativ viel Geld und die meisten Schüler haben dort mittlerweile ein eigenes iPad. Und das iPad wird halt dort verwendet als integraler Bestandteil im Unterricht. Und auch über Plon wird entsprechend über Plattformen werden halt Materialien verwaltet und generiert. Und die generieren halt ihre E-Books draus und laden halt die Materialien auf die iPads von den Schülern. Und ein brandaktuelles Projekt ist, dass wir einen Prototyp aktuell erstellen für den Erich Schmidt Verlag in Kooperation mit dem Satzrechenzentrum. Dabei geht es darum, dass der Erich Schmidt Verlag mehrere Zeitschriften verlegt aus dem Bereich juristische Publikationen. Das sieht halt hier so eine sehr große Textwüste, wie man es halt von juristischen Texten kennt. Aktuell werden die Sachen halt händisch mit InDesign erstellt. Und Ziel ist es hier, im Wesentlichen halt diese kompletten Workflow von der Anlieferung der Manuskripte, Konvertierung, Generierung, Disputierung über Plon zu realisieren. Das heißt, einen höheren Grad an Automatisierung zu erreichen. Und hier sehen wir ich kann es vergrößern. Wir sehen halt hier, dass wir halt hier ein bisschen komplexeres haben. Das heißt, wir haben hier einen zweispaltigen Satz. Die Dokumente haben halt sehr viele Fußnoten, bis zu 70, 80 Fußnoten, die verwaltet werden. Hier haben wir so eine Autorenbox, wo halt dann die Bilder der Autoren verwaltet werden, mit entsprechenden CV-Szenen dran. Das ist, wo wir jetzt aktuell dran sind und hoffen wirklich halt, dass wir halt hier jedenfalls InDesign halt zumindest für gewisse Zeitschriften halt rauskriegen können. Das ist das Fernziel, ob wir es erreichen, wissen wir nicht, aber wir sind also auf dem guten Weg. Was bringt die Zukunft? Wenn ich die Glaskugel hätte, würde vielleicht Folgendes rausfallen. Trend wird, denke ich mal, in der nächsten Version oder in der nächsten Version halt ganz klar Richtung XML gehen. Aktuell, wie gesagt, Plon als CMS halt, wenn intern halt HTML zur Speicherung, mit allen Vor- und Nachteilen. In dem Umfeld, wo wir jetzt aktuell drin sind, Verlage, da müssen wir auf jeden Fall Richtung XML gehen. Einfach um eine strukturierte Markup-Sprache zu haben, um Sachen sauber konvertieren zu können, um Inhalte sauber zu filtern zu können und konvertieren zu können. Ein weiteres Problem ist auch die Bearbeitung. Wenn man große Dokumente hat in Plon, so eine Leitlinie hat teilweise bei uns 30, 40 Bildschirmseiten, die mit TinyMCA zu bearbeiten, kann man vergessen. Weil alle Editoren, sei es TinyMCA oder CKator, kann man in die Tonnen treten, das ist Dreck. Deswegen wird es wohl eine Möglichkeit geben müssen, gegebenenfalls in irgendeiner Form halt einen externen Editor dran zu flanschen. Und da werden wahrscheinlich in irgendeiner Form auf irgendwie existierende kommerzielle XML-Editoren wechseln müssen. Das heißt, Inhalte werden in Plon als XML gespeichert, werden in irgendeiner Form exportiert, lokal bearbeitet als XML und nochmal zugeschrieben. Anbindung zum Beispiel, um die Sachen rein rauszuschreiben, denke ich mal, wird über WebDAV passieren. Und da sind wir im Moment in der Evaluierung und Planung, was gemacht werden kann. Ansonsten denken wir darüber nach, wir haben immer Use Cases, dass halt Autoren Manuskripte anliefern. Klar, Word. Autoren können nur Word. Autoren wollen auch nicht im
TinyMSE halt ihre Inhalte fliegen, das heißt, sie liefern halt Word an. Das heißt, das Thema Konvertierung von Word in strukturiertes Eingabeformat, aktuell ist halt HTML, und nach XML wird in der Form eben halt nochmal betrachtet werden müssen. Aktuell haben wir einen externen Webservice, der die Word-Dokumente nimmt, nach HTML konvertiert über OpenOffice. Funktioniert mehr schlecht als recht, und in der Zukunft haben wir ein paar Sachen evaluiert, um die Sachen auf einer anderen Konvertierungsschiene halt zu realisieren. Da gibt es drei Optionen und da müssen wir uns eine aussuchen. Ansonsten, ich bin es gleich durch, es gibt halt verschiedene Optionen, halt das Positive Publish einzusetzen. Klar, klassischer Einsatz, lokal Installationen irgendwo in der Organisation. Auch gegebenenfalls, wenn Kunden das nachfragen, auch kann es als Software-as-a-Service-Lösung halt bei uns gehostet laufen, auch in die Konverter können jedenfalls bei uns gehostet laufen. Wenn es darum geht, halt die Lizenzkosten für die Konverter, je nachdem, wie sie anfallen, eingesetzt werden, halt gegebenenfalls zu minimieren. Das sind im Wesentlichen halt die Optionen. Es gibt eine eigene Demo-Seite, wo man einfach halt ohne Registrierung halt sich das Ganze anschauen kann, besorgen spielen kann. Demo.publish.com. Einfach nur draufgehen, sich anmelden als Demo und kann damit besorgen spielen, ohne was kaputt zu machen. Irgendwelche Fragen? Unterstützt das so den Anwendungsfall, dass Sie auf der Seite gewisse Artikel die Benutzer als PDF ausdrucken lassen können? Also der Besucher der Seite ein PDF-Export von einem Artikel oder von einem News-Item? Dass der Besucher sich ein PDF ausdrucken kann, genau. Dafür brauchst du halt diese Autorenumgebung, brauchst du nicht, sondern dann kannst du auf den kleinen Connector aufsetzen. Der kennt, wie gesagt, von Default, von Haus aus halt die elementaren Netztypen. Den rufst du einfach auch über HTTP Host Clone irgendwas, Pfad zum Objekt, und dann rufst du halt eine gewisse Browser-View auf und dann kriegst du das PDF entsprechend generiert. Auch kostenlos, wenn du den PISA Converter verwendest, wie gesagt, mit einer beschränkten Qualität, aber für den Hausgebrauch aus kommst du mit dem halt, hast du die beste kostenlose Option, PDF zu generieren, im Vergleich zu dem anderen Graphics, was es gibt, PyPDF oder HTML-Doc oder was haben wir noch im Bereich. Moment. Beispiel wäre das Clone-Entwickler-Handbuch, das auf jeder Seite ein Link Generate PDF, das ist genau damit erstellt. Also wenn du in Google nach Prism Publish Client Connector suchst, dann kommst du auf Piper irgendwo und dann findest du halt ein Modul, das heißt Zopic Smart Clone, und das kannst du einfach lokal installieren. Du kannst auch den Server dir ersparen, du kannst auch die Konverter lokal aufrufen. Da gibt es noch eine versteckte Option, die nicht ganz dokumentiert ist, aber im Prinzip kannst du da einfach halt mit geringem Aufwand halt eine brauchbare Generierung von PDF halt kostenlos erreichen. Wenn du halt ein gutes PDF haben willst mit Inhaltsverzeichnis, dann musst du halt eben halt ein bisschen Geld in Hand nehmen. Noch Fragen? Einmal generierte PDFs über diese Option, dass der User PDF-Generierung anstoßen kann, werden die gecached oder wird das jedes Mal neu produziert? Weil ich denke, dass das eventuell ein Einstiegspunkt für Denial of Service Attacken ist, wenn man einfach viele Anfragen schickt und genau, ja. Also im Moment gibt es kein Caching. Wenn jemand Print on Demand, also wirklich auf seiner Live-Clone-Seite eben halt das machen will, dann ist er dafür verantwortlich. Kann darüber nachdenken, dass er auch gegebenenfalls irgendwie eine asynchrone View hinten dran hängt. Ist möglich, weil das ganze System ist relativ pluggable und kannst da sich an verschiedenen Stellen halt dranhängen. Ist halt, wie gesagt, es gibt drei Layer und du kannst halt da entsprechend irgendwo reinhängen und da optimieren, wenn es sein muss. Also das Caching für das Entwicklerhandbuch wird einfach über Varnish gelöst letzten Endes. Also da wird ja das Link-Ziel gecached.
Von daher sahen wir bisher überhaupt keine Notwendigkeit, da nochmal ein extra Caching einzuführen in dem Ganzen. Wenn wir schon von Geld reden und das Print XML so viel besser ist, was kostet das? Kostet das pro Konvertierung oder gibt es da Monatsabos oder wie kann man sich das vorstellen? Der Print XML Converter kostet 3.800 US-Dollar Server-Lizenz. Ist nicht lange Geld. Guck aber mal, was InDesign Server kostet. Guck mal, was vergleichbare PDF-Bibliotheken, sei es PDF-Lib, da bezahlt es teilweise den gleichen Preis pro CPU-Core. Andere Alternative ist dieses PDF-Reactor, was ich gestern erst gefunden habe. Das ist ein bisschen günstiger mit irgendwie 2.500 Euro in der Kante rum. Jetzt mal auf die Cores, aber so in diesem Dreh sind 2.000 und 3.000 Euro für eine Serverlizenz für PDF ist dabei, für diese qualitativen Sachen. Und wie gesagt, wenn ist einmalig, genau. Also keine wiederholenden Lizenzgebühren, sondern es wird relativ von relativ lax gehandhabt und haben guten Support. Zwar eine kleine Firma in Australien, aber haben guten Support und ist bisher das Beste, was ich in dem Bereich gefunden habe. Noch Fragen? Oh, ganz selten. Ganz kurz noch zur Zukunft mit XML. Hast du irgendein Format im Kopf, in was du dann erstmal wandeln willst? Oder wollt ihr selber irgendwas machen? Oder Docbook-Tai oder was auch immer nehmen? Also wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Im Moment ist der Favorit einfach Docbook zu nehmen, weil wir haben Kontakte halt zur Firma Satzweis aus Saarbrücken. Roman Anselmink hat gestern hier seine E-Book-Plattform vorgestellt und die machen halt die Konvertierung halt auch von Manuskripten halt nach Docbook rein. Und das sah bisher so aus, dass wir gegebenenfalls von denen halt irgendeine API oder irgendwas basteln lassen, um gegebenenfalls halt über diese Schiene halt nach Docbook zu konvertieren, weil die meisten Editoren haben auch entsprechend halt irgendwie spezielle Modi für Docbook 4 oder Docbook 5. Und das scheint, denke ich mal, für die meisten Anwendungsfälle, was ich so gesehen habe bisher, auch von der Komplexität Inhalt her auszureichen. Im Prinzip können wir im Prinzip halt alle XML-Dialekte irgendwas ausdenken. Und Docbook scheint einfach so ein bisschen ausgewogen zu sein. Es ist sehr mächtig, es ist aber nicht zu kompliziert, man muss sich alles nehmen. Und über, weil es XML ist und auch über CSS beliebig angepasst werden kann, kann man sich mit allen Dialekten halt umgehen. Ja. Noch eine Frage. Feito, das ist ein eigenes Mikrofon. Eine andere Möglichkeit ist halt auch diejenige letzten Endes über HTML und dort über IDs bzw. Klassen zu gehen, um sich eine ganz eigene Struktur aufzubauen, wenn Docbook oder dergleichen mal nicht reichen sollte. Also man kann sich letzten Endes eine eigene Dokumentenstruktur gegebenenfalls aufbauen, wenn gewünscht. So, keine Fragen mehr. Ja, dann bedanke ich mich herzlich. Danke erst.